Sie gehen in sich, bevor sie wieder nach außen gehen. Auf ihrem ersten Klimakongress macht die Fridays for Future-Bewegung eine gute Figur. Das Frühstück vegan und ohne Plastikteller. Pünktlich zur Schulglockenzeit sind Hunderte auf den Beinen. Denn bei Arbeitsgruppen und Vorträgen wird der Rasen zur Schulbank. Ein großer Vorwurf bei Fridays for Future ist ja, dass es Schüler sind, die keine Lust haben, in die Schule zu gehen. Aber genau das hier zeigt, dass es nicht so ist, sondern dass es wissbegierige Leute sind, die etwas lernen möchten. Ein bisschen was über die Theorie lernen, so, anstatt nur den praktischen Teil freitags auf der Straße. Musterschüler werden will nun offenbar auch die viel kritisierte Luftfahrtbranche. Fraport, Lufthansa, Eurowings und TUI haben plötzlich ein eigenes Maßnahmenpaket an Bord. Sie wollen ihre CO2-Emissionen auf null senken, etwa durch die Entwicklung von Alternativen zu Kerosin. Die Bundesregierung solle mit den Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer außerdem regenerative Kraftstoffe fördern. Auch das Streichen von Inlandsflügen sei denkbar, wenn es der Politik gelänge, die Kunden zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen. Wie diese zu bewegen sind, zeigt eine aktuelle Klimaschutzumfrage. 72% der Befragten setzen auf Anreize, 62% wären bereit, einen monatlichen Geldbetrag zu leisten. Und nur 15% glauben, dass Verbote die Bevölkerung zu klimabewussterem Verhalten bewegen könnten. Die Politik mag vielleicht noch nicht gehandelt haben, sie wird aber handeln, weil sie handeln muss. Weil man kann nicht ignorieren, was ihr hier macht und was ihr leistet. Nicht zu ignorieren sein werden die jungen Aktivisten auch außerhalb des Klimacamps. Sie wollen ihre Botschaft wieder auf die Straße tragen, in die Firmen und Banken der Stadt. Denn ihr Anliegen verträgt keine Sommerpause.